50.000 Tonnen Altpapier sowie 120.000 Tonnen Bauschutt sind nur ein kleiner Bruchteil von dem, was die Dortmunder Gesellschaft für Abfall mbH jährlich verwertet. Die DOGA ist der Abfall-Allrounder und Entsorgungspartner für Gewerbe, Handel, Industrie und Handwerk in der Region Dortmund. Wir befinden uns hier bei der DOGA, Standort Recyclingzentrum Dortmund. Die DOGA ist eine von mehreren Schwestergesellschaften im Unternehmensverbund der EDG. Hier findet die Verwertung, Aufbereitung und Entsorgung mineralischer Schüttgüter, Holz- und Baustellenabfälle aller Art statt. Insgesamt über 370.000 Tonnen pro Jahr. Durch den Einsatz von modernster Aufbereitungstechnik entstehen unter anderem hochwertige, gütegeschützte RCL-Baustoffe in verschiedenen Körnungen, Rekultivierungsböden und Holzhackschnitzel. Mein Name ist Christian Winterkamp, ich bin technischer Leiter der DOGA in Dortmund. Wir befinden uns hier am Wertstoffzentrum Dortmund. Am Wertstoffzentrum Pottgießer Straße ermöglichen hochmoderne Sortier- und Aufbereitungsanlagen das Bewältigen von bis zu 200.000 Tonnen an Gewerbe- und Siedlungsabfällen pro Jahr. Innovative Sortiertechnik ermöglicht es jährlich, 50.000 Tonnen Kunststofffolien, Papier, Pappe und Kartonagen zu verpressen, die dann als hochwertige Sekundärrohstoffe vermarktet werden. Der Fuhrpark der DOGA umfasst über 80 Fahrzeuge. Zusätzlich werden pro Jahr 10.000 Tonnen Bioabfälle, 18.000 Tonnen aus der Wertstoffsammlung sowie 2.000 Tonnen Akten und Datenträger einer Wiederverwertung zugeführt. Gemeinsam ein sauberes Dortmund gestalten. Denkt an morgen.